Der Wert eines guten Wirtschaftsprüfers ist nicht nur darin zu sehen, okay, ich kann Haken machen, sondern liegt darin, seine Bandbreite an Wissen auch optimal einzusetzen. Ich kann jetzt mit meinem Team zusammen die Zukunft gestalten. Sind einfach dabei, ein neues Haus der Assurance zu bauen. Und das macht mir großen Spaß, weil ich den großen Merger mit Anderson mitgemacht habe. Und vor dem Hintergrund weiß ich eigentlich, was man mit dieser Firma alles machen und erreichen kann. Eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die in Zukunft erfolgreich ist, die zeichnet aus, dass sie sehr innovativ ist, dass sie flexibel ist und dass sie sehr digital ist. Dieser Fokus zurück auf das, was das Know-how eines Wirtschaftsprüfers ausmacht, das wird sehr, sehr stark kommen. Und insofern glaube ich, das ist eine Kombination aus Technologie, Digitalisierung, um diesen risikoorientierten Prüfungsansatz optimal zu unterstützen. Wir können nur dann digitalisieren, wenn wir eine vernünftige Datenbasis haben. Und diese Datenbasis zu strukturieren, das ist die größte Herausforderung. Da haben wir jetzt in den letzten Jahren drei neue Technologien entwickelt, die wirklich die Prüfung aus meiner Sicht revolutionieren wird. Für mich ist EY führend in der Digital Audit. Die Nachfrage nach unseren Services, die Nachfrage nach Prüfungsleistungen, auch mit dem ganzen Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung, unsere Dienstleistung wird immer mehr gefragt sein. Ja. Und jetzt werden quasi Dinge neu geordnet und man überlegt sich tatsächlich, wie können wir die nachhaltigen Themen in die vorhandenen Geschäftsmodelle einpflegen und gucken, dass wir daraus wieder finanziell starke Geschäftsmodelle machen können und damit auch gleichzeitig das gesamte System nachhaltig gestalten. Ich denke, es ist nie zu spät, das anzugreifen. Es ist quasi die nächste Wende nach der Industrialisierung. Wir müssen Trends antizipieren, zu wissen, was für Herausforderungen hat unser Kunde. Dem Markt, Markttrends zu antizipieren, agil zu reagieren und mit unseren Kunden stets im Austausch zu sein. Wenn wir einen Auftrag machen und wenn wir eine Prüfung absolvieren, dann steht der Kunde absolut in unserem Fokus. Das Team zeichnet sich dadurch aus, dass wir sehr dynamisch sind, sehr modern und immer vorandenken und auch Dinge schnell verbessern und nach vorne bringen wollen. Wir haben eine hohe Exzellenz in dem, was wir tun. Und ich bin schon auch einer, der sich gern tief mit den Themen auseinandersetzt. Diese unbedingte Exzellenz. Wir werden immer das beste Team haben. Dass die Leute gern bei uns arbeiten und am Ende gut zusammenpassen. Dass wir große und gute Teams haben, die Spaß zusammen haben. Das wird bleiben. Und ich glaube, dass die Menschlichkeit sowieso der entscheidende Faktor ist. Technisch können das viele Unternehmen. Aber wenn man menschlich und authentisch ist, dann wird das bleiben.